Er hat seine Entscheidung buchstäblich auf die Goldwaage gelegt. Raphael Steinbach aus Hergenrath hat als Goldschmied den Weg in die Selbstständigkeit eingeschlagen. Aber wie ist er auf den Beruf gekommen? Im Grunde ist es ganz einfach. Ich bin meinen Talenten nachgegangen. Das heißt, ich habe in der Schullaufbahn gemerkt, das sind Fächer, die mich sehr interessieren. Zum Beispiel Informatik, Geometrie, Kunst, Mathematik. Und das sind Fächer gewesen, die mir auch sehr leicht fehlen. Und da habe ich nach der schulischen Laufbahn, nach dem Abitur, mir überlegt, ich will absolut kein Studium eingehen, keinen Weg ins Studium schlagen, sondern wirklich irgendwas Praktisches lernen. Und letztendlich ist es Goldschmied, der Goldschmiedeberuf für mich eine Berufung gewesen, wo ich all meine Interessen gefunden habe, wo ich wirklich die komplette Vielfalt ausleben kann. Nur ist es schwer, einen betrieblichen Ausbildungsplatz zu finden. Letztendlich habe ich dann den Weg gewählt über eine schulische Ausbildung. Das heißt, da gibt es verschiedene Schulen und für mich die interessanteste war, weil sie eigentlich vom Niveau her und vom Renommee halt sehr bekannt war und sehr hoch ist, Antwerpen. Antwerpen, eines der Weltzentren des Handels mit Edelsteinen. Dort hat Raphael Steinbach 2 Jahre lang die Schule besucht. Später hat er Zusatzausbildungen abgeschlossen und auch bei einem Goldschmied gearbeitet. Falsch wäre der Eindruck, dass man sich die Finger nicht schmutzig macht. Es wird oft als Beruf angesehen, wo man wirklich nur mit Schmuck, mit blinkenden Materialien, Diamanten zu tun hat. Aber der Goldschmiedeberuf fertigt ja das Produkt im Grunde, unser Schmuckstück. Und da ist wirklich vom Anfang, vom Kundengespräch bis zum Ende, zum blinkenden Schmuckstück, auch in der Mitte eine Phase, wo man das eigentlich anfertigt und die Hände wirklich voll Staub verschmiert, voll Polierpasta hat. Und es ist dann auch manchmal nicht staubt. Und wo es staubt, fällt schon mal was ab. Um im Handwerkerjargon zu bleiben, wo gehobelt wird, fallen Späne. Die werden beim Goldschmied aber aus verständlichen Gründen peinlich genau wiederverwertet. Man fängt am Anfang ein Stück an mit, ich sag jetzt mal was, wie hier zum Beispiel mit 20 Gramm. Und am Ende, bis es wirklich komplett fertig ist, hat es dann vielleicht noch 13 Gramm. Und die 7 Gramm haben ihren Wert. Der Umgang mit dem hochwertigen Material ist einer der Aspekte, die ihn am Beruf des Goldschmiedes faszinieren. Was mir auch sehr gefällt, ist die Abwechslung oder der Wechsel zwischen dem sozialen Kontakt mit dem Kunden und wirklich der Atelierarbeit, wo man sich hier quasi wirklich nur dem Stück widmet. Und eben die Möglichkeit, auf eigenen Füßen zu stehen. Jetzt durch die Selbstständigkeit finde ich eine wahnsinnige Freiheit. Man kann sich den Tag selber komplett organisieren. Man kann sich komplett selber entfalten. Sei es in der Kreativität und in der Organisation natürlich. Gerne schlägt der 26-Jährige in seinem alten Handwerk mal neue Wege ein. Dreidimensionales Computerdesign. Wir erinnern uns, auch Informatik gehörte zu seinen Lieblingsfächern. So kann sich der Kunde ein besseres Bild von dem machen, was ihm eigentlich vorschwebt. Es gibt Menschen, die wissen direkt, was sie wollen. Die haben ihre konkreten Vorstellungen, wo man dann quasi das Ganze nur noch mit der Technik kombinieren muss, dass das Ganze anfertigbar ist und tragbar ist. Und andere, da muss man dann wirklich hingehen und im Kundengespräch ausarbeiten, erklären, was es für Möglichkeiten gibt, Vorteile, Nachteile von Materialien, wirklich ausarbeiten. Genau hier setzt die Konzeption des Laden- und Werkstattbesitzers Raphael Steinbach an. Ich habe da wirklich ein besonderes Interesse entdeckt, dass die Leute total fasziniert sind, wie eigentlich so ein Schmuckstück entsteht. Und da ist es mir, habe ich einfach probiert, sage ich mal, das Atelier, die Goldschmiede selbst zu kombinieren mit dem Ausstellungsraum. Dass letztendlich der Kunde sieht, wie wird das angefertigt. Er kommt rein, sieht die Maschinen, die meisten sind total fasziniert, was da für Werkzeug für nötig ist und haben 1000 Fragen und
können Sie sich ja natürlich auch direkt mal ein Bild von machen, bei der Arbeit zuschauen, letztendlich bei Ihrem eigenen Schmuckstück, sage ich mal, schauen, wie sich das alles irgendwie in den Schritten so entwickelt. Seine Schmuckstücke, die einer individuell gestalteten Linie folgen, will er auch auf Messen präsentieren. Dass Raphael Steinbach sein Atelier mitten in Hergenrath betreibt und nicht etwa in der Fußgängerzone einer der benachbarten Euregio-Städte, hat damit zu tun, dass er sich seinen Schritt in die Selbstständigkeit wohl überlegt hat. Die hohen Innenstadtmieten hätten ihm den Start erschwert, bei dem ihm neben Eltern und Freunden die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ostbelgien zur Hand gegangen ist. Man kennt sich aus mit dem Goldschmiedebereich, fehlt einem aber eigentlich komplett das Wissen über betriebswirtschaftliche Informationen, sprich, welche Firma eröffne ich, wo kommen die finanziellen Mittel her, was ist möglich, Finanzplan aufstellen, Sozialkassenversicherung, wie sichere ich mich ab? Und da sind einfach wahnsinnig viele Fragen, wo die einfach da auch in der Gründungsphase sehr viel zur Seite stehen und in Beratungsgesprächen da individuell auf einen eingehen. Selbstverständlich hat er sich auch mit der Frage auseinandergesetzt, inwiefern die Wirtschaftskrise sich auf sein Geschäft auswirken könnte. Es ist so, dass, sage ich mal, Gold seit 200 Jahren bisher einen gewissen Marktwert immer gehalten hat auf lange Sicht. Und da sage ich mir einfach, sind auch die einen oder anderen, die auf der Art und Weise im Schmuckstück eine Investition sehen. Dazu kommt, dass die Leute doch auf der Suche sind nach, vor allem in so einer Wirtschaftskrise, auf der Suche sind nach, nach anderen Werten, symbolischen Werten. Und da gibt es einfach auch Ereignisse wie eine Geburt, eine Hochzeit, eine Verlobung, wo die Leute was Besonderes wollen, was so seinen Wert hält auch. Auch wenn er selbst tagtäglich von Gold und Edelsteinen umgeben ist, kann Raphael Steinbach das durchaus nachempfinden. Und was ich jedes Mal wieder faszinierend finde, ist, wenn man am Ende ein Schmuckstück, ich sage jetzt mal, 4-5 Stunden bearbeitet hat, und komplett am Ende hat man dann, sage ich jetzt mal, ein Stück poliert. Dann wird das Polierfett abgetrillt, weggetrillt durch den Ultraschall. Und wenn man es da, sage ich mal, rausholt und es glitzert einen an, das finde ich auch faszinierend. Und dann guckt man sich selber wirklich nochmal an und baut irgendwo so einen Bezug auf zu dem Stück. In gewisser Weise ein Wert an sich.